So, dann geht's weiter mit Spiel Nummer 4. In unserer Top 8 spielen wir übrigens Best of 5, also derjenige, der zuerst 3 gewinnt, kommt weiter in die Semifinals. Haben wir mal gemacht, um ja, ein bisschen die Varianz rauszunehmen, so 3 Spiele gewinnen. Ist dann noch ein bisschen was anderes. Mein 2 kann man mal schnell verlieren. Ich finde es ganz lustig. Also mir hat es gut gefallen. Also ich kann das so befürworten. Man muss halt die Zeit dafür haben, ja. Wir hatten den ganzen Tag Zeit für unsere Top 8 und dann haben wir uns gedacht, machen wir doch mal Best of 5. So, jetzt sind wir die Hände. Ich habe es jetzt nicht ganz so erspähen können. Thomas, hast du mehr gesehen? Ja, es war jetzt relativ schnell. Ich habe einen Tide Hollow Scala gesehen. Ich glaube Badlands und City of Brass. Also den kann er schon mal casten. Ist jetzt nicht die beste Karte in dem Matchup. Da ist ein Chain Lightning gewesen, aber anscheinend ist Manuel auch nicht zufrieden. Markus scheint zu keepen. Für ihn läuft es ganz gut bisher. Ja, wie gesagt, ich denke, das Matchup ist schon sehr stark in seinem Favor. Wenn Manuel einen sehr zackigen Start hat on the play, kann er schon mal Turn 4, Turn 5. Das Spiel für sich entscheiden. Also Turn 4 ist sehr früh, aber ich glaube sogar, dass es theoretisch möglich ist mit Pump-Effekten à la Gorklan, Rampager und Double Strikern, die er in seinem Deck hat. Aber ja, ganz klar, im Normalfall ist hier Markus stark bevorteilt. Das rot-grüne Deck hat nicht genügend interaktive Spells und wenig Hate für seine Combo, sodass er da doch relativ ungestört auffahren kann, was er hat. So, jetzt gibt es nochmal den Cut. Manuel schaut sich nochmal die nächste Hand an. Er ist noch auf Free Mulligan. Alles noch safe. Er ist jetzt on the play. Er will jetzt natürlich unbedingt eine sehr druckvolle Hand haben. Möglicherweise hat er die erste auch deswegen geschippt, weil sie ihm nicht genug Acceleration hatte. Man weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich denke generell Instant Speed Burn ist, was er sehen will. Er möchte Elfen sehen. Er möchte vielleicht sowas wie Greens Unseen sehen, um auf Sicht ein Scavenging Ooze aufs Board zu bekommen. Land Destruction ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, er spielt Molten Rain in seiner Liste. Auf jeden Fall Blood Moon haben wir schon gesehen. Das kann den Rektorspieler doch schon stark zurückwerfen und ihm genügend Zeit kaufen. Ja, denkt wieder nach. Anscheinend kein Snap Keep. Schwierige Entscheidung. Er hält Stranglerroot Geist. Ich habe es jetzt auch nicht ganz gesehen. Nee, doch, Mulligan. Ich will mal was sehen von dem grün-roten Deck hier. Da war ja bisher überhaupt nichts los, ne? Da wurde zweimal Combo abgefeuert, wurde überhaupt mal angegriffen. Also, ich hoffe, wir kriegen jetzt mal hier ein gescheites Spiel zustande mit bisschen Early Beats. Also ich habe dagegen schon gespielt. Das Deck ist definitiv gut. Es hat sehr zackige Starts drauf. Wie gesagt, haben wir jetzt nicht gesehen, aber es kann sehr schnell aus den Startlöchern kommen. Es hat viele Haster, unglaublich große Tiere, die, wenn man nicht gerade den Catch-All-Removal-Spell auf der Hand hat, auch schwer abzustellen sind. Hat er noch gute Tricks drin. Das ist etwas, was man im Highlander oder generell im Constructed ja eher weniger zu befürchten hat. Combat-Tricks hat er aber jede Menge. Vines of Vastwood, Gorklan Rampager, Colossal Might etc. Das macht einem den Combat oft schon ziemlich schwer. Er kann es sich dann auch hin und wieder mal erlauben, mit Jump Attacks zu bluffen. So, jetzt haben wir den Keep auf 6 Karten. Forest Go ist natürlich wieder nicht der Traumstart. Kein Elf dabei. Kein Einmana 2-1-Beater oder irgendwas in der Art. Markus hat das Badlands, aber auch langsamer Start. Er hätte sich jetzt wahrscheinlich sowas wie ein Inquisition of Kozilek oder ein Thoughtseize gewünscht. Gut, er ist der Fauna-Schamane. Ist schon mal eine der Schlüsselkarten oder kann eine Schlüsselkarte werden in dem Matchup. Und das Bombardment. Auch im Prinzip von der klassischen Sichtweise her betrachtet keine schlechte Karte in dem Matchup. Er kann, wenn er jetzt eine Kreatur legt, zum Beispiel einen Kitchen Finks, der synergiert hier gut, kann er den Fauna-Schamanen abschießen. Generell, er hat Wall of Blossoms, andere Kreaturen, die einfach ja,
nicht so sehr wichtig für seinen Gameplan sind, aber kann sie hier in Removal ummünzen mit dem Bombardment. Ja, einfach im Prinzip eine sehr vielseitige, flexible Karte. Schauen wir mal, was er sich hier fetcht mit dem Bloodstained-Mire. Ich tippe mal auf Bayou, weil grün eine der wichtigsten oder die wichtigste Farbe in dem Deck. Da ist er. Enabled die gesamte Mana-Base. Und auch viele der Tutoren und Schlüsselkarten sind grün. Weiß jetzt nicht so genau, warum Manuel den Fauna-Schaman nochmal durchlesen muss. Eigentlich ein altbekannter Stable Anna, in der sind wir schon in seinem Turn. Er attackt. Und da ist der Golf. Aber kein weiteres Land. Ja. Tower Golf 1-2, nicht besonders scary an der Stelle. Da hätte er sicher auch lieber das Land gelegt, den Fauna-Schaman benutzt und vielleicht einen Us aufs Board gebracht. Ja, ohne Land. Ja, aber sein Land fehlt ja. Dann hätte er schon eine Runde warten müssen. Aber Tarmogoyf 1-2, gut, der sieht ja, immer... Ja, hätte Landrop machen können. Also wenn er einen hätte, dann hätte er das in dem... Ja, Moment. Ja, stimmt. Aber der Golf, der sieht immer so harmlos aus. 1-2 Golf oder 0-1 Golf, habe ich auch schon oft gehabt. Eine Runde später haut er dann schon für 4 zu, also... Jo, da ist wieder ein bisschen Disruption. Schauen wir mal, was er auf der Hand hat, ne? Ja, Markus macht jetzt hier ein Play, das recht typisch ist für Pattern Rector. Er spielt den Tide Hollow Sculler, lässt den Comes into Play Trigger, den Enters the Battlefield Trigger heutzutage, auf den Stack gehen und opfert ihn dann direkt in das Goblin Bombardment. Dadurch werden die Trigger falsch herum sozusagen gestackt und was passiert ist, die Karte, die removed wird, bleibt permanent exiled, denn der Leaves Play Trigger... ja, passiert eben zuerst und da ist noch gar keine Karte removed. Also im Prinzip, ja, ein Thoughtseize an der Stelle, wenn man so will. Jetzt spiegeln die Karten leider so sehr, dass wir gar nicht richtig sehen können, was hier bei Manuel auf der Hand ist. Vines of Vastwood, glaube ich, die Karte ganz rechts. Colonian Tusker. Beides jetzt keine Karten, die Markus besonders fürchtet. Ah, das ist hier Lightning Strike. Ah, da haben wir die Hand. Stranglerout Geist, Colonian Tusker, Vines of Westwood und Lightning Strike. Okay, relativ solide Bieter. Zweimal doppelgrün. Ist natürlich jetzt sehr tragisch für Manuel, den kann er beide nicht casten. Ja, der Strike wird genommen. Klar, das ist am ehesten noch etwas, das Markus stören könnte, weil es irgendwie mit seinem Board interagiert. Aber ich meine, er muss jetzt auch so langsam, gerade wenn Manuel das grüne Land top deckt, den Beatdown fürchten. Also so arg lange kann er jetzt nicht mehr einfach nichts aufs Board legen. Der Golf wächst jetzt auch schon mal durch den Tide Hollow Sculler recht ordentlich. Da haben wir jetzt Instant, Land, Artifact und Creature. Da ist er schon 4-5, wie du gesagt hast, Christian. Ah ja, nee, der Lightning Strike ist removed, genau, der wird exiled von dem Sculler. Immerhin 3-4. Und mit dem Vines of Vastwood auf der Hand dann potenziell auch wieder 4-5 und mehr. Was haben wir jetzt hier? Oh, das Destructive Revelry. Guter Topdeck an der Stelle. Nimmt das Sack Outlet, das eigentlich so sicher erschien, direkt raus. 2 Damage, 5-6 Golf. Okay, die Beats sind da. Cruel Beats. Macht, was es machen will. Markus nimmt auch immer fleißig Damage von der City. Der Spike Feeder. Spike Feeder ist natürlich auch eine Kombo-Karte. Ich weiß, er spielt den Archangel of Thune in seinem Deck, der hier diese 2-Karten-Kombo mit Infinite Life enabled, mit dem Spike Feeder. Also so eine extra Kombo, ja. Ist auch ganz gut gegen aggressive Decks. Einfach mal so als Blocker, live gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Live-Totals korrekt sind. 8 schon, ne? Sieben, zweimal City, einmal Fetch, 10. Ja, ich glaube, das stimmt, ja. 8 Leben schon unten, ne? Der Käufer macht ganz schön Druck. Gut, der Spike-Feeder nimmt jetzt so ein bisschen
gibt dir nur ein bisschen Luft. Mal gucken, ob er was findet. Aber wenn Manuel nicht schon bald das dritte Land findet, weiß nicht, ob es reicht. Mal gucken. Vielleicht gibt er ihm dann zu viel Zeit, seine Combo zu finden. Ja, es ist jetzt eine entscheidende Phase. Es ist auch sehr wichtig, was Markus auf der Hand hält. Er muss jetzt doch schon recht bald in die Gänge kommen. Weiß jetzt nicht so genau, was die beiden diskutieren. Vielleicht auch Live-Totals abgleichen. Okay, da ist ein Noble Hierarch. Der exalte Trigger für den Golf. Der wird gejump-blockt und da gibt es 4 Leben für Markus. Ja, aber wieder kein Landdrop für Manuel. So, ich bin mal gespannt. Die Hand scheint stacked zu sein. Ich sehe doch relativ viele Spells. Bin mal gespannt, was er jetzt hier aufs Board kriegt. Sieht aus wie Lingering Souls, bin mir nicht ganz sicher. Ja, Lingering Souls nimmt einen Damage, weil er die City für Weiß tappen muss. Kriegt 2 Spirits aufs Board. Ist jetzt nicht so impressive, aber immerhin mal etwas. Okay, und go. Ja, Manuel hat jetzt 3 Mana zur Verfügung. Er hat jetzt theoretisch die Option, einen seiner Drops abzuwerfen in den Fauna-Schamanen und ein Scavenging Ooze aufs Board zu kriegen. Ich denke, wenn er noch einen Landdrop hat an der Stelle, ein grünes, dann wird er es ziemlich sicher machen wollen. Er könnte, ich weiß nicht, ah, okay. Tut er sich jetzt so ein Rampager und feuert ihn in den Golf rein? Nein, okay. Wäre das Liesel gewesen? Lass mal kurz überlegen. Der Golf 6, 9, 11, 10 Schaden. Na, hätte ihn nur auf 1 gedrückt, ne? Ja, hätte er ihn auf 1. Also so schnell kann es gehen mit dem Deck, ja? Rampager getutort. Das war haarscharf. Ja? Ich weiß nicht, ob er das eben considered hat, aber das sind halt so Sachen, wo das Deck machen kann, auch wie so Sachen Rampager, Colossal Might oder auch die Länder, Kessig Wolf Run, also das stört unheimlich im Combat und macht die Blocks unglaublich schwer. So, was ist... Hätte er das gemacht, hätte er die City jetzt allerdings nicht mehr tappen können. Jetzt haben wir hier ein Sack-Outlet. Oh, das schaut gut aus, wenn Marl noch eine Kreatur hat. Ich glaube, den Strangle-Root-Geist müsste er noch haben. Ja. Dann könnte das doch jetzt Game sein hier an der Stelle. Schauen wir mal. Ja, ich denke eigentlich auch. Es müsste es eins sein. Trample Damage sollte reichen. Vielleicht ganz kurz noch zu der Kreatur. Das ist Varolz the Scarstriped. Das ist eine Kreatur, über die sich die Pattern-Rector-Spieler sehr gefreut haben, als sie gedruckt wurde. Grüne Kreatur, die Sack Outlet ist, also wunderbar mit dem Green Sun Zenith getutort werden kann. Regeneriert, indem man eine andere Kreatur opfert. Kann man natürlich als Shield-Effekt so oft wie man möchte benutzen. Also wunderbar wiederverwertbares Sack Outlet. So, jetzt greift Manuel aber doch mit dem Fauna-Schaman an. Kein Tutor. Auf Gorgnan Rampager. Vielleicht hat er es einfach nicht auf dem Schirm, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe jetzt mal, unsere Live-Totals stimmen auch. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, so wie der Attack jetzt natürlich ist, kann Varolz den Schamanen totblocken. Er jumpt den Golf, er jumpt den Kalonintasker.
Stranglehold Geist Post-Combat. Ich muss sagen, ich verstehe gerade nicht ganz die Line, die Manuel hier spielt. Ich glaube, er hat einfach nicht gedacht an das Play mit dem Gore-Clan Rampager an der Stelle. Und warum den Haster Post-Combat? ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Vielleicht hat er irgendwas vor, will blocken, aber... Nee, ich... Keine Ahnung. Also ich meine, wir kennen jetzt seine Hand nicht genau, vielleicht hat er...